Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Football Manager 2021 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier mitten in einem Testspiel gegen Vauxhall Motors mit unserem schönen Verein von Spennymoor Town. Und wir liegen 3:0 in der Halbzeit vorn. Unsere Spieler haben ganz, ganz gut gespielt bis hierhin. Wir gehen mal in die Kabine und werden natürlich in der Kabine sagen, bin sehr zufrieden mit der aktuellen Leistung. Weiter so, Jungs. Jopp, das nehmen wir an. Wirkt beflügelt und motiviert. Also die haben wir jetzt alle ein bisschen auf unsere Seite gezogen. Joe Tate hat sich eine gelbe Karte abgeholt. Ist vielleicht nicht ganz so gut. Man muss sagen, auch unser David Webb, also unser Jungspieler, den wir ein wenig fördern wollen, mit dem müsste ich jetzt mal langsam einen neuen Vertrag machen, weil der kann sonst uns verlassen hier. Das wollen wir natürlich nicht. Und er hat schon Marktwert von 1200k, ist okay, aber dem werde ich auf jeden Fall einen neuen Vertrag anbieten, weil der ist ein sehr guter, sagen wir mal, Spieler für seine Position. Warum bist du ängstlich? Einflussreicher Spieler, du musst nicht ängstlich sein. Oder ihr müsst alle nicht ängstlich sein, weil wir euch, weil das ein Testspiel ist. Das ist immer das Problem, ne? Dass die dann immer gleich denken, so, ne? Aber so ist es halt. Wie gesagt, also der Mr. Webb, der sollte da durchaus mal was Gutes bringen. So, gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Halbzeit. Unverändert. Eine Auswechslung werden wir in der 60. Minute ungefähr, werden wir mal gucken, dass wir da nochmal den einen oder anderen auswechseln. Da werden wir dann vielleicht das Mannschaftsgefüge nochmal auseinanderziehen. Aber jetzt sieht es sehr, sehr gut aus und es geht auch sehr gut los. Wir sind schon wieder im Angriff und Forbes über außen schlägt den Ball rein. Mallern in der Mitte mit dem Kopf. Das war knapp, drüber. Das war wirklich knapp. So, Vauxhall Motors hat jetzt den Ball. Also sie haben auf 3 oder 4 Positionen haben sie gewechselt. Aber die Fehlpassquote ist immer noch sehr hoch. Mallern hat den Ball angenommen, gibt ihn zurück zu Hall. Hall könnte ihn rausschlagen auf die rechte Seite oben. Andersen kriegt den Ball hier auf links. Okay, da ist aber ein Gegenspieler in der Nähe. Blakeman hat den Ball, spielt ihn aus. Nein, Blakeman schlägt ihn in die Mitte zu Mallern. Und Brown Sterling mit einer Flugeinlage vom Allerfeinsten. Herrgott, das sah gut aus. Meine Herren, dem Mann sind Flügel gewachsen. So, Einwurf für Spennymoor. Sie spielen ein bisschen hinten rum. Ist nicht weiter schlimm. Gibt Hüffe, ja, aber lass sie doch. Oder wir können ja ruhig hinten rum spielen. Da haben wir überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Ein langer Abschlag mitten in die Mitte hinein. Das ist nicht so gut, weil dort standen mehr Gegenspieler als eine, wo der Ball hinflog. Das sollte man nicht allzu häufig machen. Ich meine, bei unserem Spielstand können wir uns jetzt mal auch den einen oder anderen Fehlpass erlauben. Okay, der beim Abseits. Oder? Jetzt liegt er da so im Dreck. Aber trotzdem war er vorher im Abseits. So. Gut. Da geht der Ball raus zu Maddox und abgefangen. Und jetzt hat unser McKenna den Ball und er spielt ihn auf. Sehr schöne Grätsche von Herridge. Den hat er gut weggegrätscht, muss man ehrlich sagen. Also da. Das hätte jetzt auch böse ausfallen können, aber gut. Sims am Ball. Sims schlägt ihn quer rüber in die Füße von Buddle Webb zu Tate. Und Mallern hat den Ball gut angenommen. Schlag ihn. Steht da schon wieder ein Abseits? Ja, lass mich doch zufrieden. Kann ich hier mal einen Stuhl schmeißen? So, ey, ihr müsst doch mal langsam sehen. Ei. So langsam müsst ihr aber wirklich mal sehen, wann ihr am Abseits steht und wann nicht, Jungs. Maddox rein zu Mallern und. Oh, das gibt's doch nicht. Schon wieder im Abseits. Das war doch kein Abseits. Ja, das war's doch nicht. Verdammt, so. Arlington an unserer Scharfengrenze. Forbes grätscht den Ball weg. Maddox aber erobert ihn wieder zurück für Vauxhall. Cassidy steht jetzt hinten, verteilt den Ball zu Foxshaw. Foxshaw, nicht Fox. Der gibt ihn zu Harold. Der will abschließen und Buddle wird angeschossen. Cassidy holt sich den Ball da auf außen. Und schlägt ihn wieder in die Mitte zu Maddox. Wieder zurück zu Cassidy. Cassidy schlägt ihn hoch und weit rein. Und unser Torwart. Naja. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher, hätte ich jetzt gesagt. Irgendwie sowas war das. Es ist gelb. Irgendwer hat gelb gekriegt. Ich hoffe, keiner von meinen oder so. Wir wissen es nicht. Moment, da wird ein Sound irgendwas angezeigt hier. Was sagt er da die ganze Zeit eigentlich? Die Information, Taktikwechsel, Anpassung der Taktik, Aufstellung, bla 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 bla. Ja, das kann ich hier alles machen, ich weiß. So.
Erst mit Gelb vorbelastet, ruhig. Torwart lassen wir drinne. Web lassen wir drinne, der kann das Spiel durchmachen. Körpersprache ist desinteressiert, spielt ganz okay, absolviert ein ausgezeichnetes Spiel, spielt ganz okay. Ja, ja, ja. Nein, ich muss man nicht. Ruhig. Exhaust sind die beiden Stürmer hier vorne eigentlich. Aber nee, lasse ich erstmal drinne. Okay, Spieler, Standardsituation, Kapitän, Gegner, passt schon alles. Passt alles. Okay, dann abbrechen hier. Ja. Und dann machen wir weiter. So, und Taylor stand schon wieder im Abseits. Ah, das muss man eben ein bisschen austreiben. So, Forbes beim Einwurf. Das spielen die anderen noch gut. Malan stand doch schon wieder im Abseits. Mann. Ah, Maddox Junior schlägt ihn einfach nur noch raus. Die haben auch keine Lust mehr zu spielen, glaube ich. Das Ding ist durch. Tate holt sich den Ball dort und schießt ihn zu Buddle. Buddle, finde ich, ist ein schöner Name. Malan stand doch schon wieder im Abseits, oder? Also, aber wieso stehen die denn die ganze Zeit im Abseits in dem Spiel hier? Das müssen die doch auch sehen. Da, Malan stand schon wieder im Abseits. Ah, Eckball kriegen, okay. Also, das war aber haarscharf, das Abseits hier. Na gut, Blackman mit der Hereingabe trifft aber auch nur Gegenspieler, keinen eigenen. Blackman mit der zweiten Hereingabe trifft natürlich den Gegenspieler, keinen eigenen. Blackman, jetzt musst du den aber auch noch weglatschen da, ne? Den hast du jetzt im Ball geschenkt. Jetzt will ich aber auch sehen, dass du den dann abholst. Na gut, Flanke ins Nirgendwo. Da war auch absolut nicht zu sehen, wie er anspielen wollte. Ah, macht aber auch nichts. Ist nicht mehr schlimm. So, McDonald steht dort und schlägt ihn zu Maddox. Maddox, ja, die Manndeckung könnte man noch ein bisschen verbessern wieder. Drunter durchgesprungen, aber er sagt schon, ist auch nicht gerade der Beste und schlägt ihn jetzt zu einer Ecke. Also unsere Leistung lässt nach, muss sagen, jetzt scheinen die im Testspiel ihren B-Kader vom Platz genommen zu haben, den A-Kader draufgeholt zu haben. Es sieht auf jeden Fall nicht mehr so schön aus wie vorher. So, und dann gleich, weil es so schön war, Ecke von der anderen Seite. Drei Ecken gleich ein Tor, oder wie war das? So, jo, das war jetzt erstmal gut. Ja. Ja, huge. Abseits. Dann aushalt, ne? So, und da ist jetzt. Wer ist dran? Der Herr Webb ist am Ball und gibt ihn zurück zu Tate. Tate schlägt ihn vor zu Taylor. Taylor zum Mann, der dann in dem Moment zum Glück nicht mehr im Abseits stand. Was ist denn das? Der stand doch zu dem Zeitpunkt noch wirklich nicht mehr im Abseits. Oh, meine Fresse, du, das ist aber auch nicht auszuhalten mit den Jungs. Also, das ist. Also, so oft im Abseits stehen, also, das muss man doch langsam mal lernen. Meine Fresse, ey, Jungs. So, haben die einen neuen Torwart? Jubi? Malan am Ball. Schlägt ihn ruhig zu Taylor. Taylor allein vom Torwart, aber Newby hält ihn. Schade. Da hätte er schneller den Abschluss suchen müssen. Hätte etwas schneller denken und schalten müssen und natürlich auch den Fuß dann auch noch bewegen. Aber der Gegner wird stärker. Man merkt es. Gut, aber wir haben mit dem 3:0 natürlich jetzt auch so ein bisschen. Ich glaube, die Fahrt ist einfach raus. Das Ding ist durch. Schade, dass unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit halt eben nicht mehr den letzten Biss gezeigt hat. Williams wäre zur Ecke ab. Und der Williams ist auch, sagen wir mal, mehr oder minder so eine Fehlbesetzung im Tor, hätte ich nicht gesagt. Aber naja, doch, ist nah dran. So, und da bei der Ecke wird sogar mal ein Mitspieler getroffen. Leider ist es trotzdem nur bei den Gegnern so. Das war sehr knapp. Malan rennt mit dem Ball ins Aus. Nein. Uiuiui, der hat aber ordentliches Tempo drauf hier mit dem Ball. So, wohin spielen, wenn kein Gegner eintritt? Genau. Dann vom Gegner treten lassen. Aber war auch nicht so noch nicht gut. Naja, keine Gefahr gewesen. Oder keine Gefahr davon ausgegangen von dem Freistoß. McDonald ist jetzt am Ball und schlägt ihn raus zu Cassidy. Cassidy am Ball. Sims in der Mitte, der schon einmal gelb hat und. Oh ja, gut. Wenn wir drei Tore nebeneinander stellen, hätte er eins getroffen. So, nee, der war schon wieder weit daneben. So, Williams mit dem Abschlag. Und da kommt sogar ein eigener Spieler dran, aber der, naja, sagen wir mal so, hatte auch keine Lust mehr, dann noch einen Mitspieler zu finden.
Sieht wirklich nicht schön aus, was sie gerade machen, aber gut, das ist 6. Liga. Wir können nicht erwarten, dass sie da tagelang auf höchstem Niveau spielen. Und Malan kommt vielleicht nochmal an den Ball. Also er hat auf jeden Fall ohne Ball guten. Ah! Weggegrätscht der Ball von hinten. Eieiei. Mutige Aktion. So, gucken wir doch mal. Blackman bei der Ecke jetzt mal ein und trifft. Ja, trifft er. Aber dieser trifft das Tor nicht. Aber zumindest schon mal in die Richtung geköpft. Also so ganz verkehrt war es nicht, was wir da bei der Ecke gesehen haben. Aber richtig war es halt auch nicht. Aber es war gut. Es war gut. War eine gute Ecke. So, Sims am Ball hier. Und lassen wir uns das 3:1 noch geben? Nein, Freistoß für uns. Warum? Weil Sims stand im Abseits. Juhu, wir haben auch mal Abseits. Gegos. Na gut, die haben uns ja nicht so oft angegriffen. So oft konnten wir nicht im Abseits stehen. So, Cassidy nimmt den Ball gut mit. Lässt da unseren Spieler aussteigen. Und jetzt ist hier ein bisschen viel Ballgeschiebe in der Mitte. Da stand doch mehr eben Abseits. Genau. Na gut. Williams mit dem langen Abschlag ins Aus. Kann man machen. Muss man aber nicht. Aber gut. Das Spiel ist rum, ne? Die machen jetzt noch einen Einwurf und dann wird abgepfiffen. Und den Masters. Ja. Das gibt nochmal einen Freistoß. Forbes hat sich noch eine gelbe Karte abgeholt. Die Pfeife pfeift, meine Herren. Das ist ja furchterregend. So, also die Chance wäre, oder ein errechnetes Ergebnis wäre 0,55 zu 2,1. Ausgegangen ist es 3 zu 0 oder 0 zu 3, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es sieht. Wir haben 16 Schüsse aufs Tor gegeben, der Gegner nur 6, beziehungsweise wir haben Schüsse abgegeben. 7 aufs Tor, der Gegner immerhin. Also bei uns ist die Quote, naja, mäßig. So, also Ecken hatten wir 5, Fouls hatten wir 16, also wir haben ziemlich häufig gefoult und gelbe Karten Nummer 2 gekriegt. Angekommene Pässe 76%, Ballbesitz nur 47%, das ist relativ wenig. Hat aber sehr gut angefangen und hier kurz vor Schluss hat er sich immer die Gelbe weggeholt. Das war natürlich dumm, muss man, so hart wie es ist, muss man das so sagen. Das war dumm. Gut, wir gehen in die Kabine und loben die Spieler erstmal. Sehr schöne Leistung. Gut gespielt habt ihr alle. Hier gibt es ein paar, die jetzt natürlich denken, oh, wir sind raus aus der Stammmannschaft. Seid ihr nicht. Bleibt ganz ruhig. Ihr kommt da auch wieder rein. Es ist einfach nur ein Testspiel. Das muss man da aber auch mal sagen. So, Medienreaktionen gab es keine großartig. Wo sind wir denn? Hier, was ist das hier? Oh, rote Karte. Unser Ergebnis jetzt hier. Sehen wir jetzt hier nicht hier? Was ist das hier? Testspieler. Okay. Also einige Testspiele haben hier stattgefunden. Sehe ich bloß unseres nicht mehr. Naja. Gut, was willst du machen? So ist das Leben manchmal. War wahrscheinlich genau darauf ausgerichtet, aber ich habe es nicht gesehen. So, was haben wir im Postkampf? Testspiel spenden wir mit einem einfachen Sieg 3 zu 0. Trotz Benimos komfortablen 3 zu 0 Sieg über den Underdog Boxer zeigten sich einige Experten unbeeindruckt über die Art und Weise des Sieges, da der Außenseiter dem Team mehr Probleme bereiten was zu bereiten wusste als angenommen. Ein Doppelpack von Ben Mac. Keen verhalf Spenny Moore zum Sieg. Ja. In der 14. Minute brachte Flügelspieler Spenny Moore mit einem präzisen Abschluss innerhalb des Strafraums in Führung. Nach 29 Minuten baute der Stoßstürmer Mollern mit einem sauber geschossenen Schuss aus kurzer Distanz, der vom eigenen Spielern Tor abgefälscht wurde, den Vorsprung für Spenny Moore aus. McKean besiegelte die Schlappe nach 45 Minuten mit einem geschickt ausgeführten Abschluss aus kurzer Distanz. Daniel Middleton hatte heute ein gutes Spiel. So, sehr gut. Spieler des Spiels ist natürlich unser Spieler. Ja gut, das ist klar. Mit 2 Toren in dem 3 zu 0 wirst du natürlich auch Spieler des Spiels. So, und hier sehen wir nochmal die Daten. Und jetzt gucken wir dann nochmal drüber, was wir da so Schönes sehen. Wir gucken erstmal die Spielerstatistiken an. Müssen wohl feststellen, wo ist der blau? Spieler des Spiels wahrscheinlich. Ah ja, Spieler des Spiels, da vorne steht's. Ja, hat auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr gerissen. Und Herr Webb ist bei der Passquote ein bisschen besser geworden. Zwei Kämpfer da nochmal eingewonnen. Hier ist es gleich geblieben. Hat auch 3 Fouls begangen, okay.
Und hier sehen wir natürlich abgefangene Bälle, da jede Menge. Fouls, okay. Wo sehen wir denn eigentlich die passen? Entscheidende Pässe hat gegeben. Mark Andersen, ja, das stimmt. Auch David Webb hat eingegeben, hat einen Assist gekriegt, nehme ich mal. Genau, eine Vorlage hat er gegeben. Hier gibt es auch jeweils eine Vorlage. Im Grunde haben sie ganz gut gespielt. Muss man sagen. Körpersprache und Leistung. Selbstgefällig. 12,7 Kilometer gelaufen, 10,9 Kilometer gelaufen, gelassen, naja, okay. Standardsituationen, Einwürfe 14 und 21, Ecken haben wir 5 geschossen. Du hast 5 Ecken geschossen? Meistens habe ich doch aber eigentlich Blackman da gesehen. Achso, auch Blackman. Hat Einwürfe und Ecken, dafür ist er zuständig, eben die Tore. Und die Vorlagen nochmal. Was ist das hier? Die defensive Freischüsse, aha. So, Offensive, Lufthoheit, Schüsse vom Torwart gehalten, 3, oh immerhin, okay, Tremme gehalten, XG 0,6, 0,8 hat er da drauf gebracht, okay, er hat 0,3 drauf gebracht, Joe Chade, womit, mit welcher Begründung, weiß man nicht. Hier sehe ich aber auch die Abseits nicht, oder, die Abseitsstellung, das ganz gerne mal sehen, wer wie auf dem Abseits stand. Verteidigung. Guck mal, jetzt unser Torwart hat fast 4 Kilometer zurückgelegt. Du. So, Torhüterstatistik. Ja, gut, okay. Ah. Gut, ist jetzt nicht so, ne? Gut, okay. Dann können wir in die Analysedaten eventuell noch mal kurz reingucken. Da sehen wir, dass wir natürlich weniger den Ball hatten. Das hatten wir auch beim letzten Spiel schon, muss man ehrlich sagen. Wir sind nicht so auf Ballbesitz aus. Gucken wir mal, wenn ich ihn jetzt hier... Oh, ich darf nicht auf den Namen klicken, danke. Wie ich das gelernt habe, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Nee, Spennymoor. Ah ja. Kein Schuss. Okay, dann sehe ich, kann ich hier Pässe. Dann sehe ich hier. Aber wie kann ich denn. Ach, da kann ich drauf drücken. Okay. Dann sehe ich, dass er dort Pässe geschlossen hat. Was sind das für welche? Erhaltene Pässe. Ach, da hat er sie angenommen. War mehr auf der Seite unterwegs, ja, stimmt. Angenommene Pässe. David Webb. Angekommene Pässe. Pässe ins Aus hat er auch eingeschlagen. Oh Gott, okay. Und Pässe abgefangen. Und die beiden. Okay. Ja gut, okay. Kann ich den hier abseits sehen? Fehler. Fehler ist auch gut. Was ist das hier? Elber verschuldet. Da steht alles bei 0. Hat keiner einen Fehler gemacht. Ne? Dann ist ja gut. Paraden, Durchschnittsposition. Da, wo er durchschnittlich gespielt hat, oder was ist das? Okay. Ist klar, was man alles angucken kann hier, ist ja fürchterlich. Aber ich sehe hier abseits Positions-Heatmap. Na gut. Okay. Also, wie gesagt, die erste Halbzeit war deutlich besser als die zweite. In der zweiten Halbzeit haben die Gegner uns doch vor vielen Problemen gestellt, muss man ehrlich sagen. Wir waren nicht ganz mit der ersten Mannschaft auf dem Platz, das muss man auch sagen. Wir werden uns die Tore nochmal angucken, die gefallen sind. Und dann denke ich mal, ja, müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit den Informationen, die wir hier gewonnen haben, machen. Auf jeden Fall muss ich nochmal gucken, wie ich die bestmögliche Mannschaft zusammenstelle und ob ich das hier... Ich sehe jetzt hier nicht so viel. Kann ich hier mal was sehen? Das sieht ja jetzt... Das sah ja jetzt eher nicht so gut aus. Naja, gut, okay. Wie gesagt, also ich würde sagen, lief ganz gut die Partie, aber es ist noch Luft nach oben.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann müssen wir oder werden wir nochmal durch die Mannschaft durchgucken. Oder wir müssen durch die Mannschaft nochmal durchgucken, wer unsere besten Spieler sind und ähnliches. Dann müssen wir ein bisschen was schaffen und ja, ansonsten haben wir natürlich vor, hier oben mitzuspielen. Ne? Letztes Jahr sind wir Sechster geworden, da sind wir Vierter geworden. Das ist unser Ziel, da wollen wir wieder hin. Bis denn. Tschüss.